Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, ich habe heute wieder ein paar Sneaker für euch und zwar am 11.07. kam jetzt der 1er Jordan Retro High im Smoky Grey Colorway raus. Ja, wie der aussieht, das schauen wir uns natürlich gleich zusammen an, aber erstmal zeige ich euch die Box. Ja, Box an sich, eine 1er Jordan Kiste, wie wir sie alle kennen, schwarz, auf jeder Seite steht nochmal Nike drauf. Ich werde es nochmal eben so in die Cam. Auf der Seite haben wir das Size Tag nochmal und den Colorway. Ja. Ganz normale 1er Jordan Kiste. Ja. Und wie der Schuh aussieht, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ja Leute. Retro High 1er Jordan im Smoky Grey Colorway. Ja, wie ich finde, auch ein echt nicer Colorway auch für den Sommer. Mit diesem Weiß, Grau, Schwarz und noch ein bisschen mit Rot abgesetzt. Eigentlich ziemlich cool gemacht. Und ja, ist jetzt auch kein Remake von irgendeinem anderen Schuh oder so. Den gab es halt vorher noch nicht. Ist ein komplett neuer Colorway 2020. Ja, wie gesagt, kam am 11.07. in der Nike App raus. Ja, ich habe ihn selbst nicht bekommen. Haben aber zum Retail bekommen. Props gehen nochmal raus. Dankeschön dafür. Ja, kommen wir mal generell zur Optik vom Schuh. Der Schuh an sich ist halt ein Color Mix aus Light Grey, Weiß, Schwarz und Rot. Ja, wie ich finde, mega nicer Colorway auf jeden Fall. Das Upper hier vorne ist aus Wildleder. Ich schätze nochmal so ein bisschen in die Cam. Die Toebox hier vorne ist wieder aus dem weichen, weißen Glattleder, so wie auch hier an der Seite. Ich schätze mal so ein bisschen in die Cam. Ja, das Swoosh ist auch aus Wildleder, so genauso wie hier hinten an der Ferse. Ich schätze nochmal so ein bisschen in die Kamera. Ja, also wie ich finde, auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Jordan mal wieder. Auch richtig geil verarbeitet. Materialien fühlen sich auch auf jeden Fall übernice an. Also da kann man auf jeden Fall jetzt nichts sagen. Ja, wenn man das jetzt mal mit so einem Mid vergleicht, der fühlt sich schon ein bisschen anders an. Ich hatte letztens auch irgendwie noch diesen Chicago in der Hand. Habe ich noch überlegt, nimmst du mit, nimmst du nicht mit. Ja, hier oben haben wir nochmal das Jordan-Logo. Mit den Flügeln auch, ja. Kennen wir ja auch, ist jetzt auch nichts Neues, sag ich mal. Ja, die Midsole in Weiß. Und eine schwarze Outsole. Ich finde, der fetzt auf jeden Fall und passt auf jeden Fall ziemlich gut zusammen mit den Farben. Laces haben wir auch noch andere dabei. Zwar habe ich hier auch noch weiße Laces. Wer Bock hat, kann sich auch weiße Laces hier reinhauen. Naja, hat vielleicht auch was, sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Ich habe jetzt mal die schwarzen reingemacht, weil ich finde, so sieht er eigentlich schon am krassesten aus. Also mir gefällt er so persönlich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Auf der Zunge haben wir auch noch mal Nike Air. Man kann das ordentlich sehen, ja. Ja Leute, wer jetzt den Schuh nicht bekommen hat in der Nike App, ja, der wird natürlich bestimmt schon mal nachgeschaut haben, was der denn so kostet und wo man den noch so kaufen kann. Ja, bei StockX, Kleckt und auch bei eBay Kleinanzeigen, da seid ihr auch so mit 250, maximal 300 Euro, habt ihr den auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht so ein Travis Scott Ding, was jetzt irgendwie immer ein Tausender geht oder so. Also den bekommt er eigentlich ziemlich nah am Retail noch. Ja, ich finde, das Geld ist auf jeden Fall wert. Ist auch mit dem Wildleder auf jeden Fall wirklich mal echt coole Alternative, weil sonst sind die ja meistens eher immer glatt oder die Wildledermodelle sehen ein bisschen verrückt aus. Da kommt jetzt demnächst auch noch ein 1er Jordan raus, dieser bunte. Ich weiß nicht, der gefällt mir persönlich jetzt überhaupt nicht. Dagegen finde ich den jetzt mega Brett. Ja, wer vielleicht auch noch keinen hohen 1er Jordan hat und sich überlegt hat, mal vielleicht einen zuzulegen, finde ich den Colorway auf jeden Fall mal als Empfehlung von mir. Ja Leute, und wie der angezogen aussieht, das zeige ich euch im Onfeed.
das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft keiner meiner Videos verpasst. Ich bin raus. Peace.